auch aus diesem Online-Museum. Mein Name ist Judith Heuchert, ich bin Journalistin und Redakteurin in der im Netzweltressort von Spiegel Online. Da kommen wir auch häufig mit Remixen und entsprechenden Urheberrechtsproblemen, auch mit Memen in Berührung. Deswegen sind mir die Sachen, die da im Museum zu sehen sind, auch durchaus geläufig. Neben mir sitzt Susanne Regner, sie ist Professorin an der Universität Siegen für Mediengeschichte und visuelle Kultur. Daneben, den Gast kennen Sie schon, den haben Sie gerade gesehen, das ist Robert Stachel von Maschek. Dann haben wir Carsten Werner, er hat so beide Seiten sozusagen heute zu vertreten. Er ist Grünen-Politiker in der Bremer Bürgerschaft und aber eben selber auch Regisseur und war lange Blattmacher und kennt sich damit sozusagen auch mit dem kreativen Teil aus. Dann Dr. Till Kreuzer, er ist Rechtsanwalt und Urheberrechtsexperte und Redaktionsleiter von iRightsInfo. Und Dirk von Gehlen, Journalist und Autor. Und wie Herr Kreuzer und Frau Regner auch, als Experte hat er einen der Räume sozusagen im Museum betreut oder kuratiert, da werden wir später noch drüber sprechen. Als erstes haben wir dann unsere Panelisten gebeten, dass jeder einmal Beispiele für gelungene Remixes oder Lieblingsremixes vorstellt und dazu 5 Minuten spricht und erklärt jeweils, was daran gefallen ist, was daran gelungen hat. Und Frau Regner macht den Anfang. Ja, hallo. Es wird vielleicht, doch, es wird nicht so lustig, weil wie wir eben lachen konnten. Aber wir vertreten hier auch, oder ich vertrete hier die Wissenschaft. Ich möchte mich zunächst erstmal freuen und freue mich darüber, dass ich zusammen mit der digitalen Gesellschaft eine Kooperation für dieses Projekt eingehen konnte. Also Universität und digitale Gesellschaft arbeiten hier zusammen. Und zwar deshalb freue ich mich darüber, weil in der Medienkultur, die ich vertrete, das Remix-Phänomen eine ganz besondere Aktualität zurzeit hat. Das wird unter in den Bereichen Partizipationskultur und Medien der Kooperation verhandelt. Im Folgenden werde ich Ihnen 3 unterschiedliche Beispiele vorstellen, die skizzenhaft das begründen sollen, was wir in diesem Museum, das Sie ja von jetzt an oder von heute Abend an alle sehen können. Bitte das nächste. Zunächst zeige ich Ihnen hier die Reproduktion eines Remixes aus einer in den 1920er Jahren führenden Zeitschrift der Surrealisten. Und was sehen wir hier eigentlich? Wir haben in der Mitte die Reproduktion oder die Fotografie oder das Bildnis einer nackten Frau, die sich schamhaft zur Seite neigt. Und rundherum sind 16 Porträts von Männern, die ihre Augen geschlossen halten, angeordnet. Diese Porträts, die kennen Sie auch alle und die lassen wir auch von uns selbst machen, es sind Porträts aus Fotoautomaten. Der Fotoautomat war zu diesem Zeitpunkt in den 20er Jahren sehr neues, aber auch sehr populäres, schnell ein populäres Medium. Und Sie können hier, ich gehe jetzt nicht alle Personen durch, aber Sie können hier unter anderem André Breton entdecken, Salvador Sali oder auch Max Ernst. Das nächste bitte. Wir schauen uns jetzt an, so wie wir das in dem Museum auch machen, und schauen uns an, wie ist eigentlich dieser Remix entstanden. Und er ist zurückzuführen, wir haben hier ein Gemälde von René Magritte und Sie sehen, auch hier haben wir eine Reproduktion, von der man nicht weiß, wie hat das Original eigentlich genau ausgesehen, denn Sie sehen hier auf dem Gemälde auch schon Gebrauchsspuren. Auf jeden Fall wurde 1929 dieses Gemälde dann noch einmal umkopiert, in diese fotografische Lithografie gebracht. Welche Bedeutung hat dieser Remix? Das kann ich natürlich jetzt auch noch auf die Schnelle andeuten. Wir versuchen das in unserem Beitrag deutlich zu machen. Mit den neuesten Medientechniken, das waren eben zu der Zeit, wie gesagt, die Fotoautomaten und auch die Abbildungsmöglichkeit einer Fotografie in Zeitschriften, versuchen hier Künstler, das sind ja hier auch nur Männer, versuchen hier Künstler einen Kommentar zu geben. Man könnte jetzt so ganz allgemein sagen, den Bezug zwischen Leben und Kunst herzustellen und auch die Beziehung zwischen Mann und Frau. Für die Surrealisten war die Blickproblematik und überhaupt das Sehen und die Veränderung des Sehens mit neuen Medientechniken ganz wichtig.
Und das wird letztendlich auch jetzt in diesem neuen Remix, also der Remix des Remixes sozusagen von Thomas Zipp 2005 angedeutet, ein Berliner Künstler, der einen frechen Kommentar dazu bietet, indem er diesen männlichen Porträts sehend macht. Er verleiht ihnen auch Sehhilfen, also es werden nicht nur die Augen geöffnet, sondern auch teilweise Brillen erstellt. Und in dem Ausstellungsraum wird vor diesen mittleren Teil eine Tafel gestellt. Das heißt, das gibt jetzt wieder Anlass zu verschiedenen Interpretationen. Und vielleicht könnte man so ganz allgemein sagen, es gibt wieder eine neue Projektionsfläche für dieses Bild von der Frau. Das nächste bitte. Ich habe Ihnen die Reproduktion von mir ist jetzt nicht besonders gut, vor allen Dingen auch auf diese Größe gezogen, aber das Problem der Reproduktion beim Remix ist natürlich auch, und das will ich damit nur andeuten, ist natürlich auch eins, das wir beachten müssen in unserer Forschung. Robert Heineken hat ein sehr großes Werk geschaffen. Er ist 2006 gestorben. Er nennt sich selber Parafotograf und er arbeitet mit fotografischem Material, aber ohne Kamera. Er hat in den 60er und 70er Jahren insbesondere für mich sehr faszinierende Werke geschaffen, die sich mit eine Silhouette, ein Pin-up-Silhouette füllen sozusagen mit, hier sehen Sie so unten im unteren Teil so eine Art Rosenbeet, ja, auf dem sich dann eine Kriegsszenerie entfaltet. Und das Wichtige für dieses Beispiel ist, dass das aus repräsentativen Bildwelten der Massenpresse zu Zeiten des Vietnamkrieges, dass er diese Bilder da herausnimmt und ganz klare politische Bezüge darstellt. Wichtig ist auch noch, ich kann das auch nur andeuten, welche Aufführungspraxis der Remix eigentlich hat, denn hier wird auch nochmal deutlich, dadurch, dass wenn man dieses Werk in einer Ausstellung sich anschaut, dass man dann so einen 3D-Effekt auch ermitteln kann, der durch eine hinter dieses Werk oder hinter diese Abbildung gelegte Plexiglasscheibe hervorgerufen wird. Aufführungspraxis ist eine ganz wichtige Sache. Wir in unserem digitalen Museum bilden ja alles jetzt nur digital ab. Wie ist sozusagen diese Geschichte der Aufbildung? Praxis. Und jetzt zu meinem letzten Beispiel, dieses Beispiel von Girardet und Müller ist etwas, was in einem großen Black Cube stattgefunden hat, zuletzt jetzt hier in der Ausstellung in Hannover. Also das müssen wir beachten. Wir haben uns hier mit einer neuen Generation von Akteuren zu tun. Also die sind Mitte und Ende der 60er Jahre geboren. Das heißt, wir haben es mit einer Generation zu tun, die ein ganz besonderes cineastisches Interesse entwickelt hat und das Medium Film besonders emotionalisiert angeschaut hat und vor allen Dingen ganz genau hingeschaut hat. Sie sehen, der Remix Locomotive ist etwas, was systematisch aus Film systematisch Teile herauskopiert und sie völlig neu ordnet. Und Themen dazu, das geht jetzt hier um die Bahnfahrt oder Bahnfahrten überhaupt, Themen, die sich daran knüpfen, sind auch kleine eigene Geschichten, die jeweils mit dem Wechsel der Bilder erreicht werden. Themen sind Einsamkeit, Fremde, Begegnung, Abschied, Geschwindigkeit natürlich auch. Ja, ganz kurz nochmal zusammenfassend unser Interesse, und da möchte ich auch gleich Annette Holzheit mit einbeziehen, die auch Co-Kuratorin ist für dieses Projekt, für diesen Bereich im Digitalen Museum. Unser Interesse ist es, mit historische Themen zu ermitteln in dieser Rückschau, also was ist sozusagen historischer Remix oder was. Wie stellt sich Mediengeschichte in Bezug auf Remix dar? Wir untersuchen insbesondere die Medientechniken
Und wir untersuchen die Akteure. Wer sind die Akteure? Welches Medienhandeln, welche Medienpraxis finden wir in diesen Werken vor? Und natürlich beschäftigen wir uns mit den Bedingungen der Produktion, Distribution und Rezeption. Zum Schluss möchte ich, und dieses Bild ist sehr schön, dass es jetzt noch stehen bleibt, möchte ich nochmal darauf eingehen, dass gerade dieser Remix von Girardet und Müller im Grunde nochmal symbolisch auf Remix verweist. Also alles das, was Sie eben in den letzten Bildern gesehen haben, also dieses Ankoppeln, Abkoppeln, ja, steht meines Erachtens auch symbolisch für den Remix. Und wir können uns vielleicht nachher in der Diskussionsrunde auch fragen, wie beachten wir eigentlich dieses Objekt, dieses Phänomen, wie gehen wir damit um und welche, um in der Metapher zu bleiben, also welche Weichenstellungen nehmen wir eigentlich ein mit diesem Remix-Museum? Danke. Ja, vielen Dank. Als nächstes gehen wir quasi sozusagen in einen anderen Raum mit Dirk von Gehlen, der als Meme-Experte Meme ausstellt. Ich bleibe sitzen, dann können Sie sich voll und ganz konzentrieren auf das Bild, das jetzt hoffentlich gleich kommt, mit dem ich Ihnen drei Beispiele geben wollte. Ich wusste nicht, welches Motiv ausgewählt wurde. Das ist jetzt die Referenz der Piratenpartei, es war mir nicht klar. Es geht um die Katze, die heute 25 Monate alt wird. Tadassos heißt die im Original. Und sie ist sozusagen drei schnelle Punkte. Erster Punkt, der totale Gegenentwurf zu dem, was wir gerade von Professor Regner gehört haben, eine ganz andere Form von Remix-Kultur. Meiner Meinung nach, erster Punkt, die neue, moderne, wahrscheinlich gegenwärtigste Form der Popkultur. Und Popkultur hatte immer damit zu kämpfen, dass sie als minderwertig angesehen wurde und dem kanonisierten Kulturbegriff zuwiderläuft. Diese Katze ist im April 2012 geboren und im September 2012 hat der Bruder der Besitzerin, der aus Ohio kommt, Arizona besucht, wo die Katze zu Hause ist, hat ein Foto von ihr auf Reddit gepostet und ich glaube so 12 Monate später hat der Manager dieser Katze, Ben Lashes, die These aufgestellt, dass sie im sechsstelligen Bereich Geld verdient. Diese Katze ist Grumpy Cat und Grumpy Cat ist der Beweis dafür, dass Punkt 2, das was wir immer noch so ein bisschen mit Abstand als Remix-Kultur und als das Besondere und Randständige angucken, ein unfassbarer wirtschaftlicher Bereich geworden ist. Mittlerweile hält unter anderem Disney Rechte an dieser, ich nenne sie mal Garfield 2.0 Katze. Es sind Filmrechte vermarktet worden. Sie können einen Grumpycino kaufen, der auch markenrechtlich vertrieben wird. Und gleichzeitig geht diese Katze, Punkt 3, auf eine ziemlich neue Art und Weise damit um, wie Urheberrecht in der Remix-Kultur verwendet wird. Dieses Plakat da oben von der Piratenpartei, es wäre tatsächlich auch lustig gewesen, das zu verklagen, aber keine Verwendung der Katze im sogenannten Advice Animals Stil, also in dieser in Serifen gesetzten weißen Schrift am Kopf und am Fuß des Bildes, keine dieser Verwendungen ist urheberrechtlich verklagt worden. Aus dem ganz einfachen Grund, dass dieses Meme davon lebt, dass das Urheberrecht dieser Katze gebrochen wird, weil es sonst nicht auftaucht. Die populärste Variante davon können wir vielleicht demnächst bei Maschek mal hören. Grumpy Merkel konnte man für 200 Euro im Bundestagswahlkampf eine Katze kaufen, die jemand handgenäht hat, die sozusagen ein Real-Life-Mashup aus der Katze aus Arizona und der Bundeskanzlerin aus Berlin ist. Dieser sehr, wie ich finde, sehr lustige Twitter-Account, den es dazu gibt, der ist selbstverständlich von keinem Abmahnanwalt betroffen worden, sondern im Gegenteil, die Katze lebt davon und die ganze Vermarktung des sogenannten Meme-Managers Ben Lashes, der unter anderem auch das Success-Kit, das Sie dann im Museum angucken können, vermarktet, lebt davon, dass das Urheberrecht nach klassischer Weise unterwandert wird. Und ich finde, dass die Meme ein Beispiel dafür sind, dass es dringend notwendig ist, über eine Reform des Urheberrechts zu reden, weil es meiner Meinung nach nicht sein kann, dass Leute auf eine Art damit Geld verdienen und Menschen, die das alles erst möglich machen, denn es ist eine Demokratisierung des Kopierens, das die Meme überhaupt möglich macht, in einer rechtlichen Unsicherheit sind. Deswegen halte ich es für dringend notwendig, dort drüber nachzudenken. Und dieses Museum ist einerseits eine künstlerische, aber gleichzeitig auch eine politische Aufforderung, darüber nachzudenken, was da gerade unter unseren Füßen passiert. Und dass das auch sehr, sehr lustig sein kann, können Sie in dem Meme-Bereich sehen. Ja, danke schön. Jetzt gehen wir einmal kurz aus dem Museum raus, sozusagen, mit Herrn Werner, der uns seinen Lieblingsremix vorstellt, außerhalb des Museums. Ja, ich weiß gar nicht, was man da jetzt sieht, aber
Ja, okay. Ich habe, als ich angefangen habe, jetzt vor 2 Wochen oder so, nochmal intensiver über Remixe nachzudenken, überlegt, wo haben die mich beschäftigt, und in der Theaterpraxis ganz früh ist mir irgendwie in den 1997, glaube ich, 20 Jahre heißer Herbst, hieß die Produktion, eingefallen. Wir wollten da ein Parlamentsprotokoll zitieren, und es war, da würde man, glaube ich, heute sagen, das ist Allmende schlechthin, und das ist auch fast überall klar, und in Bremen haben wir beschlossen, dass das alles, was der Staat veröffentlicht, möglichst unter Creative Commons gestellt wird und so. Damals war das aber tatsächlich noch eine Auseinandersetzung mit dem Bürgerschaftspräsidenten wert, ob man das auf einer Bühne aufführen durfte und sagen durfte, was Bernd Neumann, der spätere Kulturstaatsminister, mal in den 70ern über Erich Fried gesagt hat. Es gab auch da keine Gesetze, insofern durfte man dann doch, weil es auch nicht richtig verboten war für so ein Parlamentsprotokoll. Und habe mich dann so durchgehangelt, eigentlich durch die letzten 20 oder 30 sind es fast schon Jahre Theaterarbeit, und habe gesehen und bemerkt, wie das Jahrzehnt für Jahrzehnt selbstverständlicher und normaler wurde. Und dann ist mir halt, habe ich vor einem halben Jahr das Disconnected Child von Falk Richter gesehen, den ich schon lange schätze als einen Autoren, der selber seine eigenen Texte recycelt und remixt und von einem Stück ins andere hebt, bestimmte Elemente. Der ist auch immer schon 20 Jahre schon Regisseuren sehr möglich gemacht hat, damit sehr viel zu machen. Es gibt ja andere, da muss man jeden Strich nachfragen. Und fand das halt einen schönen Höhepunkt, sage ich mal, dieser Kultur, diese Produktion, wer die hier gesehen hat in der Schaubühne, wo er seine Texte mit Eugen Onegin von Tschaikowski verschneidet und verbindet und kombiniert, auflädt, übereinander legt. Da taucht auch noch die Winterreise, glaube ich, auf, die darf man. Lucy Jordan von Marian Faithfull, schon komplizierter. Und 7 Kompositionen von jungen zeitgenössischen Komponisten für diese Produktion. Und. Habe dann eine ähnliche Produktion selber gemacht mit einem Falk Richter Text, also das mit einem Text von ihm, Rausch, mit Rausch von Strindberg kombiniert, wo wir wiederum von ihm geschriebene E-Mails mit auf die Bühne gezerrt haben über Kritiken im Tagesspiegel und in Theater Heute. Dabei fiel mir wieder ein, wir haben auch schon mal eine Produktion vor 15 Jahren oder so geplant, wo es tatsächlich auch eine große Frage war, darf man einen Tagesspiegelartikel komplett, nicht nur einen Satz oder so, das übliche Zitat, komplett auf einer Bühne aufführen. Es war immer so, die Autoren hatten natürlich überhaupt nichts dagegen, sondern, ja, mach doch, aber frag mal sicherheitshalber die Rechtsabteilung. Die wusste dann auch nicht so genau. Meine Erfahrung war, wie gesagt, eigentlich Jahr für Jahr, man durfte eigentlich doch alles unterm Strich im Theater. Klar, das ist nicht richtig vermarktbar, damit ist auch für die kein großes Geld zu verdienen, und wenn, dann ist es ein bisschen Öffentlichkeit und ein bisschen auffallen, sichtbar machen. Ich finde es immer schon spannend, so in Schichten zu denken, in Assoziationen zu denken, so was mir in der Politik leider sehr abgeht und sehr oft fehlt. Da würde ich mir auch öfter Remixen wünschen. Wir tun das alle, wenn wir reden, schreiben, googeln wir und hamstern uns Gedanken und ich glaube auch Worte zusammen. Ich finde das eine wichtige, eben für mich eigentlich die prägende Kultur überhaupt. Ich habe sie immer eher Collage genannt. Ist bei den Grünen auch einfacher. Genau, danke schön. Und da wir Herrn Stachel schon auf der Bühne gesehen haben, machen wir jetzt als letzten Herrn Kreuzer mit seinem Lieblingsremix. Ja, ich stehe auf, dann kann ich das nämlich selbst besser sehen. Ich bin ja der Kurator des Bereichs im Remix-Museum, der da heißt Remix vor Gericht. Es geht ja unter anderem darum, zu zeigen, was Remix ausmacht und was das rechtlich bedeutet. Und das hier ist ein sehr schöner Fall, den könnte man eigentlich mit den Worten einleiten. Es begab sich zu einer Zeit in den Vereinigten Staaten von Amerika, da ein sehr talentierter und sehr engagierter Künstler dieses Werk schuf. Das nennt sich Hope. Der Mann hieß Shepard Fairey oder heißt es auch immer noch.
Und er hat bei dem Obama-Wahlkampfteam nachgefragt, ob er deren Kampagne unterstützen kann, dadurch, dass er Plakate macht für diese Kampagne, und hat dieses Plakat unter anderem dabei entstehen lassen. Das hat sich dann sehr, sehr schnell verbreitet in den USA. Die Leute haben also diese Plakate gekauft und haben die dann überall in den USA aufgeklebt. Obama hat die Wahl gewonnen und Shepard Fairey sah sich dann einem weiteren Phänomen, nämlich einem Internet-Meme gegenüber, was hervorgebracht hat, was man hier sehen kann aus diesem Hope-Plakat, wurden dann nämlich ganz viele Tausende von Mockups gemacht mit anderen Leuten, also mit anderen Personen und anderen Sprüchen darunter, und daraus ist eine richtige Bewegung entstanden. Das Plakat selbst hängt jetzt in diversen Museen, ist eine richtige Design-Ikone. Was hat das mit Remix zu tun und Recht? Dieses Plakat basierte auf einem Foto von Associated Press. Und Associated Press hat das eben von einem Auftragsfotografen herstellen lassen und hat sich dann, als dieses Plakat so berühmt wurde, an Shepard Fairey gewandt und gefragt, ob man da nicht irgendwie eine rechtliche Einigung hinbekommen könnte, ansonsten würde man ihn verklagen. Und dieser Mann ist sehr streitsam und ist dann selbst vor Gericht gegangen und hat sozusagen darauf geklagt, dass das Gericht feststellen möge, das sei Fair Use. Und die Geschichte ist deshalb so schön, nicht nur weil das Plakat so ikonisch ist, sondern weil diese Auseinandersetzung, anders als die weitaus meisten anderen, am Ende tatsächlich ausgegangen ist wie in einem Märchen. Associated Press und der Künstler haben sich am Ende geeinigt und haben gesagt, wir werden in Zukunft auf Basis von Associated Press Fotos gemeinsam solche Plakate entstehen lassen und haben einen Vertrag geschlossen, in dem das festgelegt wurde, und es hat also ein wunderschönes Happy End. Das ist sehr ungewöhnlich. In den weitaus meisten Fällen geht das ganz anders aus, insbesondere wenn David gegen Goliath steht, wie das in solchen Rechtsangelegenheiten ganz häufig der Fall ist. Da werden dann in aller Regel Schadensersatzzahlungen fällig, die so hoch sind, dass die Leute daran mehr oder weniger pleite gehen. Das bedeutet, das ist hier ein Ausnahmefall, aber der zeigt in rechtlicher Hinsicht ein interessantes Phänomen, nämlich die unterschiedlichen Rechtssituationen in den USA und in Europa. In den USA haben die Parteien sich geeinigt, weil dieses Plakat durchaus hätte unter die Fair Use Doctrine fallen können. Was bedeutet, hätte das Associated Press halt diesen Rechtsstreit hätte verlieren können. Fairey hat sich geeinigt, unter anderem, weil er Fehler gemacht hat in dem Prozess, also das hätte auch nach hinten losgehen können. Insofern hatten beide Verhandlungsmasse durch die Rechtslage und am Ende ist es dann besser, sich zu einigen. In Europa wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen, weil es gibt hier kein Fair Use. Deshalb gibt es ja die Kampagne für ein europäisches Recht auf Remix. Es gibt hier eine Regelung nicht, die so etwas erlaubt, und im Zweifel hätte Associated Press eben überhaupt keinen Anlass gehabt, sich zu einigen, sondern die hätten das möglicherweise massivst bekämpft. Ja, so viel dazu. Dankeschön. Dann kommen wir direkt mal zur ersten Frage. Was ist denn Fair Use? Das ist jetzt so oft gefallen, dass man das vielleicht dem Publikum noch mal einmal näher bringt, wo der Unterschied in den Regelungen ist zwischen den USA und Europa. Also im Prinzip liegt der Unterschied in einem Regelungskonzept. In Europa ist es so, es gibt Ausnahmeregelungen vom Urheberrecht, da steht dann drin, man darf zitieren oder man darf Privatkopien machen, man darf für Bildungszwecke bestimmte Inhalte nutzen unter ganz bestimmten Umständen auf ganz bestimmte Art und Weise. Und in den USA gibt es halt eine Regelung im US Copyright, die besagt, was Fair Use ist, ist nicht verboten. Also ich übersetze das mal, das ist natürlich doch deutlich komplizierter, aber das ist im Prinzip die Regelung. Was bedeutet dieses US-amerikanische Prinzip, ist gegenüber neuen Entwicklungen, wie zum Beispiel Massenkultur, Remix, Memes etc. erstmal offen, weil was Fair Use ist, ist immer zu der die Zeit zu beurteilen, in der solche Phänomene gerade stattfinden. In Europa müsste man Rechte ändern, um halt ein Recht auf Remix einzuführen. Gerade in Europa ist es so, dass die EU eine Richtlinie verabschiedet hat, wo drin steht, es gibt 10 Regelungen oder 30 Regelungen, die darf man in den Nationalstaaten haben. Also Privatkopie gehört dazu, Zitierfreiheit gehört dazu, aber Remixrecht gehört eben nicht dazu. Was bedeuten würde, würde man das einführen wollen hierzulande oder in ganz Europa, müsste man halt diese Richtlinie ändern. Das ist ein sehr, sehr großer und zeitaufwendiger Prozess.
Wäre das denn das amerikanische Beispiel auch denkbar oder wünschenswert für hier? Wenn ich das so nicht sehen würde, dann wäre ich wahrscheinlich nicht in dieser Position, hier zu sitzen. Ich meine ja, und aus verschiedenen Gründen. Da kann man sehr weit ausholen oder es ganz kurz machen. Ich glaube, dass Kreativität gut ist, dass Kreativität, die Entfaltung von Kreativität als menschliche Aktion generell eine unterstützens- und förderungswürdige Angelegenheit ist. Und wenn Urheberrechte Kreativität verbieten, dann ist das eine Sache, die mir nicht einleuchtet. Weil ich glaube, dass das Urheberrecht eigentlich dazu dienen sollte, Kreativität zu fördern und nicht zu unterbinden. Und das hat natürlich sehr viele gesellschaftspolitische und kulturelle Aspekte auch. Herr Stache, die Kreativität haben wir ja gerade gesehen und vorher hat Sie Christian Römer eine wandelnde Urheberrechtsverletzung genannt und gesagt, naja, Sie werden ja ständig Probleme damit haben, dass Sie eben diese Ausschnitte nicht zeigen dürfen. Wo kommen Sie da an die Grenzen und wie würden Sie sich das wünschen, dass Sie arbeiten können? Ja, da gibt es viele, viele Facetten, auf die man eingehen könnte. Ich versuche mich auf so einen Praxisbezug jetzt mal zu beschränken. Wir sind tatsächlich noch nie ernsthaft mit rechtlichen Problemen insofern konfrontiert worden, also es hat uns noch niemand verklagt. Also das, was wir machen, in der Art, wie wir es heute hier gezeigt haben, machen wir seit 15 Jahren. Und die ersten Jahre waren vor einem sehr kleinen Publikum in einem kleinen Wiener Theater. Allerdings zu einer Zeit, wo der ORF, also das österreichische Fernsehen, sehr stark unter dem Einfluss der damaligen rechtsrechten Koalition in Wien stand. Und es für uns war das auch so ein bisschen ein aktivistischer Anti-ORF, den wir da im Theater gemacht haben. Das ist sozusagen unsere Gründungsidee, war tatsächlich eine die das Fernsehen bewusst ins Theater geholt hat. Und da haben wir uns damals schon schlau gemacht mit einer befreundeten Anwältin, Medienanwältin, die gesagt hat, solange im Theater bleibt und solange also auch kein ökonomischer Schaden für den Urheber Inhaber dieser Urheberrechte passieren kann, nachweislich, seid ihr relativ sicher. Also die hat gemeint, erstens, sie würde uns dann im Fall des Falles gratis vertreten vor Gericht. Das war schon mal eine gute Absicherung. Ja, aber einfach, sie hat gemeint, die Form, die Darstellungsform der Theaterbühne, der klaren satirischen Bearbeitung würde uns mehr Spielraum geben, als wenn wir es jetzt auf online stellen oder auf DVD rausgeben oder ins Fernsehen zurückspielen. Es gab dann auch mal das Phänomen, dass ein Privatsender auf uns aufmerksam wurde und wir hätten da schon ein Jahr bevor der ORF dann kam, hätten wir schon im Fernsehen was machen können und das wurde zum Beispiel deswegen nichts, weil logischerweise der Privatsender nicht das Risiko eingehen wollte, ORF-Material uns zur Verfügung zu stellen. Er selber hat aber kein interessantes Material gehabt für uns. Also es war natürlich interessanter, den ORF zu nehmen. Das ist aber, denke ich, eher eine Diskussion, die bekannt ist, die also als Kalkofe-Urteil hier in Deutschland schon vor 20 Jahren durchgenommen wurde. Das Interessantere für uns war, dass in dem Moment, wo der ORF mit uns zusammengearbeitet hat, also ab 2005 waren wir Teil einer Sendung, seither dürfen wir das, nämlich das ORF-Archiv mitbenutzen und remixen und dann wieder im ORF zeigen. Aber es beschränkt sich eben auf den ORF. Also es ist immer hermetisch, man darf nur aus diesem Pool fischen und muss es dann wieder zurückwerfen in diesen Pool. Das gehört uns dann auch nicht mehr. Sie veröffentlichen auch auf YouTube die Clips. Ja, aber das ist eben ein Graubereich, weil der ORF, das betrifft aber so viele rechtliche Materien. Also in Österreich gibt es zum Beispiel, ich denke, das ist in Deutschland nicht unähnlich, ist es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk verboten, über 7 Tage hinaus Beiträge vorzuhalten im Online. Das heißt, wir verletzen zum Beispiel schon mal dieses Ding, indem wir unsere eigenen Beiträge, die wir für den ORF produzieren, länger als 7 Tage online stellen, anbieten, schaden wir dem ORF, weil der eben dieses Gesetz damit verletzt. Wenn er es selber machen würde, würde er das Gesetz verletzen. Das ist ein Gesetz, das die Privatsender erwirkt haben.
um ein bisschen Handlungsspielraum zu kriegen. Ja, also letztlich sind die Nutzungsarten das Problem. Wir haben das Privileg, dass das, was wir machen, kommerziell über den Kartenverkauf uns zu einem guten Leben verhilft. Aber wir können zum Beispiel keine DVDs machen von dem, was wir machen, weil dann muss man jeden Kameramann um seine Unterschrift bitten, dann muss jeder einzelne Sender zustimmen. Man kann eh froh sein, dass die Politiker nicht zustimmen müssen, die da drauf sind. Ja, da gibt es zumindest eine klare Rechtslage. Und Privatpersonen, die müsste man theoretisch fragen, wenn man die veräppelt. Das tun wir aber aus einer stilistischen Entscheidung heraus eher weniger. Also bei uns werden immer Personen des öffentlichen Interesses vorgeführt, so wie das wahrscheinlich auch in der deutschen Rechtsprechung heißt. Ja, aber wir würden natürlich gerne DVDs machen, wir hätten gerne Rechtssicherheit. Nicht deswegen, weil wir so wahnsinnig viel mehr Kohle damit verdienen würden. Ich glaube, das Potenzial einer Maschek-DVD ist nicht so dramatisch groß, dass wir uns jetzt ein Zinshaus kaufen könnten. Aber es ist trotzdem, es wäre angenehm, einfach so ein Ding in der Hand zu halten und zu sagen, ja, das gehört mir. Es ist immer dieser Graubereich, man darf es ein bisschen, man ist immer so ein bisschen toleriert und hoffentlich schaut niemand zu im falschen Moment. Das ist schwierig. Also das ist ja wahrscheinlich bei Laienkünstlern oder bei Laien noch viel stärker. Also gerade was die Meme angeht bei Dirk von Gehlen, da hat man ja nicht unbedingt das Gefühl, dass jeder sich komplett vorher zum Urheberrechtsexperten liest, bevor er irgendwie einen Schriftzug über ein Katzenbild montiert oder ein Video zusammenschneidet oder eben auch von mir aus was aus einer Mediathek oder so nimmt und sehr wohl länger als 7 Tage oder auf YouTube stellen würde. Also man hat gar nicht das Gefühl, dass sich um dieses doch recht strikte Recht die Nutzer unbedingt scheren, sondern die machen das einfach. Ich glaube auch. Und die Nutzer sind das eine. Das zweite ist, dass man natürlich Maschek ausführlich auf Google, auf YouTube findet und Google natürlich sich auch nicht schert. Also Google verdient sozusagen daran. Das ist ja jetzt nicht nur die urheberrechtliche Frage, sage ich gleich was dazu, sondern das ist eine reine Verwertungslogik, dass Google schon lange über diesen Schritt hinaus ist, den wir im deutschsprachigen Raum lange diskutieren und einfach sagt, wurscht, die Menschen machen es, komm, wir monetarisieren es. Einer von den Google-Managern hat sich mal verplappert rund um den Gangnam-Style und hat gesagt, die Zeit jetzt nicht nochmal nachgeguckt, sie hätten 8 Millionen allein an Werbeumsätzen rund um den Gangnam-Style gemacht. Da weiß man etwa, wo das Geld fließt, das eigentlich den Kreativen irgendwann mal zugestanden ist. Und das ist sozusagen das, was mich verärgert an dieser Situation auf der kommerziellen Seite, dass Leute eine kreative Idee haben, das zusammenbringen und das aber sozusagen nicht funktioniert, sondern jemand anders daran verdient. Der zweite Punkt ist, dass in einer Welt, in der jeder publizieren kann, und das Internet ist nichts anderes als eine riesen Publikationsmaschine für jeden, sich neben kulturellen Fragen, publizieren war vorher ein Monopol, was nur die klugen Journalisten konnten, das kann jetzt jeder, das führt eben dazu, dass diese Ausnahmeregelung, die das Urheberrecht vorsieht, eigentlich sozusagen Grundbestandteil ist. Ich habe das mal spaßhaft in einem Text zusammengefasst, als plötzlich sind wir alle Urheber. Also diese Grundidee, dass Urheber die Menschen sind, die auf einer Bühne vorne sitzen und das Mikrofon in der Hand halten, die hat sich halt umgedreht. Wenn ich einen Computer anmache, kopiere ich. Und wenn ich eine E-Mail weiterschicke, fertige ich ein Duplikat von einem Inhalt an, das sich dann perfiderweise noch mal nicht mal vom Original unterscheidet. Und diese Grundkonstellation läuft völlig zuwider von einem Urheberrecht, das davon ausgeht, dass es eine Schrankenbestimmung für eine Kopie benötige, weil man eben davon ausgeht, es gäbe sozusagen singuläre Originale. Das Original unterscheidet sich heute rein technisch von der Vervielfältigung einzig durch den Zeitstempel. Das ist sozusagen Grundwissen Digitalisierung, aber es ist halt, wir reden immer alle auf Panels über Digitalisierung, es ist aber nirgends angekommen und am allerwenigsten im Urheberrecht, wo ich das Gefühl habe, gerade die Piratenpartei, dass leider sozusagen auch das letzte Aufbäumen, dass man darüber mal diskutieren konnte, leider verpufft ist und dazu führt, dass das Urheberrecht, was ich eigentlich im Kern sinnvolles und richtiges Rechtsgebiet fand, tatsächlich zu so einem nimmt man halt nicht mehr so ernst Gebiet geworden ist. Also faktisch schafft der Umgang mit digitalen Gütern das Urheberrecht viel stärker ab als Gott hab sie selig, die Piratenpartei. Also das ist sozusagen, da passiert gerade etwas, was in der Umsetzung mit das Urheberrecht sozusagen gar keine Rolle mehr spielt. Und das finde ich tatsächlich sozusagen die schlechtmöglichste Lösung in dieser Debatte. Jeder kann publizieren, hat Dirk von Gehlen gerade gesagt, und tut es auch, sieht man, das Internet ist voll mit Publikationen.
Wie ist das denn, was ist denn genau ein Remix, Frau Riegner? Also wo ist der Unterschied zwischen einer Collage oder einfach nur einer geklauten Idee oder einer Nachahmung? Oder wie, was genau macht ein Remix zu einem Remix? Ja, vielleicht genau daran möchte ich nochmal anknüpfen, was Dirk von Gehlen und die anderen bereits gesagt haben. Also dass wir erstmal ja ausgehen müssen in der Gegenwart von einer absoluten Unübersichtlichkeit. Das heißt, jeder, der einen Zugang hat zu digitalen Medien, hat mittlerweile auch einen Zugang zu Kunstwerken, zu Massenmedien, zu ja, all diesen Dingen, mit denen man dann Ausgangsmaterial, mit denen man dann wieder neue... Was geht da? also dass man sozusagen mit diesen Dingen dann auch wieder Neues schaffen kann. Und den Remix-Begriff, den wir zugrunde legen, der bezieht sich ganz stark darauf, dass ein Original, also es kann auch, wir müssen es auch nicht unbedingt Original nennen, wir können es auch ins Anführungsstriche setzen, aber ein abgeschlossenes Werk in irgendeiner Form noch in diesem Remix zumindest auch ganz minimal sinnlich wahrnehmbar ist. Das heißt, irgendwelche Schnipsel, ja, die es von Texten, Filmen, Fotografien gibt, dass die noch in diesem neuen oder in diesem Remix enthalten sind. Wir hatten gerade im Vorgespräch kurz mal darüber gesprochen, dass Herr Werner, Sie sagen, man könnte eigentlich auch, das war der Titel dieses Panels, sagen, eigentlich ist everything is a remix, eigentlich fällt alles darunter. Denn man bräuchte vielleicht nicht unbedingt ein Museum, wo man sagt, so bestimmte Sachen sind ein Remix und andere nicht. Wie sehen Sie das? Dass es kein Museum braucht, habe ich nicht gesagt. Nein, habe ich mir das. Es entsteht alles aus Schichten. Nee, ich verstehe schon den Begriff Remix als ein besonderes Genre. Ich glaube aber, dass ganz vieles, was wir tun und was Kultur ist und was Kulturtechniken sind, mit Remixereien und Mashups zu tun hat. So, das meinte ich, deswegen fand ich den Titel sehr angenehm, wie ich auch immer so finde. Mich würde die andere Seite eigentlich interessieren. Nicht, wie klein darf der Schnipsel sein, sondern wie groß darf er sein? Mhm. Weil das ist ja so die Angst, dann bei denen die Angst vor diesem Recht oder Rechten auf Remix haben, reicht das, was weiß ich, den Song einen Ton hoch zu transponieren? Ja, um das, was Sie jetzt beschreiben, ist ja so auch eine Unsicherheit im Umgang jetzt mit diesen Begriffen. Und das ist etwas, was wir versuchen in diesem Museum auch deutlicher zu machen, zu klären und zu zeigen, wie viele unterschiedliche Formen es geben kann von Remix. Und das, was Sie eben beschreiben, deshalb bin ich mit dem Titel überhaupt nicht einverstanden, Everything Goes, weil ich meine, dass wir tatsächlich mit dieser Definition, die ich eben auch genannt habe, also es ist ein Original, Stück von einem Originalwerk muss in diesem Remix enthalten sein. Das hat etwas damit zu tun, weil wir untersuchen wollen, also ich als Kulturwissenschaftlerin untersuchen möchte, wie die Medienpraxis überhaupt gestaltet ist. Also wie kommt man denn zu diesem Remix? Das heißt, eine Form von Aneignung, von Umkopieren, Transformieren, Umgehen mit kulturellen Gütern, das ist etwas, was ich spannend finde in diesem Zusammenhang. Und das, was Sie eben benannt haben, das würde ich unter Remix Kultur fassen. Also alles, was eigentlich für mich jedenfalls in diesen Remix-Begriff nicht direkt hineinpasst. Also Reenactment, ja, bestimmte Formen von Auslegung eines Stoffes, ja, sich beziehen auf Mythen, auf Stoffe und so weiter und die wieder neu beschreiben oder auch musikalisch beschreiben. Das gehört für mich zu der Remix-Kultur, die man allerdings auch, und ich meine, da sollten wir diese Differenzen sollten wir einführen, diese Aufmerksamkeit, die wollen wir im Museum schaffen. Würde mal, im Museum sind ja dann eben schöne Beispiele von Remixen und wir haben heute Abend ja auch schon viele gesehen, aber es gibt ja dann natürlich auch Grenzen oder skeptische Töne, weil zum Beispiel haben wir zwei Wahlplakate heute gesehen, einmal das Hope-Plakat und das von der Piratenpartei mit Grumpy Cat. Es kann ja sein, dass man als Künstler eben ein Werk schafft und vielleicht sogar auch ein politisches Werk und das genau für die entgegengesetzte oder für die persönlich entgegengesetzte politische Meinung
dann verwertet wird und man das einfach nicht möchte. Wie, da kann man ja im Moment den Künstler vor schützen, Herr Kreuzer, aber vielleicht können Sie da mal sagen, wie das dann auch mit einem Recht auf Remix möglich wäre, dass eben zum Beispiel, ein linken Plakat von der NPD geremixt wird zum eigenen Plakat. Das hängt ja davon ab, wie man so ein Recht auf Remix gestalten würde. Also es gibt im europäischen Urheberrecht die sogenannten Urheberpersönlichkeitsrechte, die sagen, in dem Moment, wo jemand in seinen persönlichen Interessen zum Werk und in seinem Reputationsinteresse und solchen Dingen durch eine Nutzung verletzt wird, und zwar signifikant verletzt wird, kann er eben diese Nutzung unterbinden. Wenn man dieses Recht auf Remix bis zu dieser Stelle gehen lassen würde, dann wäre mit diesem Auffangtatbestand des Urheberpersönlichkeitsrechts eben diese Schutzposition geschaffen und dann könnten sich Leute gegen solche Dinge möglicherweise wehren. Wo man dann die Grenze setzt, ist wiederum völlig beliebig, das ist eine Wertungsfrage. Dazu kann sich dann der Gesetzgeber Gedanken machen, im Zweifel werden es ohnehin die Gerichte entscheiden. Was aber interessant ist an dieser Frage, ist eben so die dahinterliegende Frage. Nämlich die dahinterliegende Frage ist ja im Prinzip, wie weit geht eigentlich das exklusive Recht des Schöpfers an seinem Werk? Ja, genau darüber reden wir hier, wenn wir über Recht auf Remix reden. Beziehungsweise, warum ist in der europäischen Rechtskultur der erste Urheber so hochstehend, dass man sagt, alle, die nach ihm kommen, müssen ihn fragen, bevor sie ihre Werke veröffentlichen dürfen, wenn sie von ihm auch nur einen den kleinsten Schnipsel verwenden wollen. Und warum werden diese nachfolgenden Urheber nicht so geschützt, wie es eigentlich sein sollte? Und das ist genau das, was ich gerne rausfinden möchte mit diesem Recht auf Remix. Und ich glaube, das ist falsch. Das ist ein Festhalten an einem Schöpferbegriff, der halt aus der Romantik stammt, das kreative Genie, das im sozusagen luftleeren Raum, ästhetisch luftleeren Raum seine Werke schafft und keine Anleihen von anderen hat, so funktioniert Kultur einfach nicht. Und deshalb finde ich eben, dass die nachfolgende Kultur besser geschützt werden sollte und eine Möglichkeit dafür wäre halt ein solches Recht auf Remix. Gut, ich würde ganz gerne eröffnen für Publikumsfragen, wenn es welche gibt, weil wir ein bisschen Zeitdruck haben und gleich schon der erste Panelist aufstehen wird und bräuchte vielleicht, und bevor er weg ist, dachte ich, ich gucke mal, aber ich kann das glaube ich nicht selber, bräuchte jemanden, der einmal mit dem Mikro rumgeht. Ja, du hast schon, okay. Wenn wir eine Frage haben, möchte gar niemand. Darf ich eine stellen? Ja, zurück, also direkt darauf, weil ich habe gerade überlegt, warum ist es, ich habe ja eine große Sympathie für dieses Fair Use, weil es eben sich Kulturtechniken anpasst oder darin Kulturtechniken sich entwickeln dürfen. Und frage mich so, ist das überhaupt noch oder wird es bald überhaupt noch notwendig sein, Kreative von diesem, was du gerade beschrieben hast, von diesem Kulturbegriff oder diesem Künstlerbegriff oder Urheberbegriff dem Alten abzubringen? Oder weil ich habe seltenst welche getroffen, die gesagt haben, ich will nicht, dass du mein Ding da benutzt und denke eigentlich, na Gott, und wenn dann welche ein paar überbleiben, ja, also wenn jemand sagt, ich will nicht zitiert werden und will nicht gesehen werden, würde das für mich auch heißen, dann halt nicht. Ja, also das ist ja auch eine grundsätzliche Frage, die man sich stellen kann, wozu brauchen wir eigentlich ein Recht auf Remix, wenn kein Mensch was gegen Remixes hat? Ja, und wenn von 100.000 Fällen vielleicht zwei überhaupt nur vor Gericht kommen. Ich glaube, wir brauchen Rechte für Remixen. Ich glaube, Rechte müssen sich diesem Remixen können anpassen. Das ist, glaube ich, total unstrittig. So, genau. Und dann ist aber die Frage, das eine auf. Ja, aber es geht ja um die Frage, wenn sich das sowieso so entwickelt, sagen wir mal, wenn die Kulturschaffenden selbst der Meinung sind, dass es kein Problem ist, könnte man ja sagen, man hat auch rechtlich kein Problem. Aber ich glaube, dass eben dadurch ein Phänomen entsteht, was Robert beschrieben hat, nämlich genau das. Ich habe das mal bezeichnet, was möglich ist, ist die Culture of Insignificance. Ja, solange ich unter dem Radar fliege, solange ich nur auf Bühnen auftrete und solche Dinge mache, kann ich ganz viel machen und keiner stört sich dran. Solange ich nur bei YouTube vielleicht ein paar Clips habe und das kostet alles nichts, da verdient auch keiner wirklich was, kann ich ganz viele Sachen machen. Aber in dem Moment, wo sowas kommerziell erfolgreich wird, mit anderen Worten oder insgesamt,
Deutschland bekannt wird, mit anderen Worten, in dem Moment, wo ich als Remix-Künstler das erreiche, was ich vielleicht erreichen möchte als Künstler, nämlich bekannt zu werden, da droht das Damoklesschwert des Rechts. Und dann in solchen Fällen, da kommen eben ganz schnell diese Dinger runter. Und das ist genau das Problem daran. Ja, das ist genau das Problem und das sollte eben so nicht existieren. Ich möchte noch was anschließen, da es ist ein Thema, das wir da noch zu wenig besprochen hatten, ist so der vorauseilende Gehorsam der Vertriebe und der Produzenten vor dem möglichen Urheberrechtsproblem. Das halte ich für das größte Gift oder mit das größte Gift in der Thematik. Ich gebe nur ein kleines Beispiel. Wir haben eine Theaterproduktion gemacht, die hat anders funktioniert als das hier. Also das war unsere Bühne, das waren von uns gefilmte Bilder, da waren keine fremden Materialien erstmal dabei. Bloß hatte der Bühnenbildner, wir hatten das Bundeskanzleramt nachgebaut als Bühnenbild für ein Puppentheater. Und da war unter anderem ein Kunstwerk, das tatsächlich im Bundeskanzleramt hängt in Österreich. Das wurde wurde ausgedruckt auf 1:10 oder so und hing da. Dann wurde die Produktion gefilmt. Es geht keine Sekunde in den 90 Minuten um dieses Kunstwerk. Und der Verlag unserer DVD hat gesagt, ihr müsst das Kunstwerk wegmachen, weil sonst können wir das Risiko nicht eingehen und wir müssen es nochmal drehen mit einem etwas veränderten Kunstwerk. So das Potenzial, also das finde ich so absurd. Und ich denke, hier ist auch so, sagen wir mal, mein Wunsch an eine praktikable Lösung wäre, dass man sagt, okay, was ist denn der Schaden, den der Ersturheber hier hat, wenn der nicht, sagen wir, mit dem Hausverstand nicht nachzuweisen ist. Ich weiß, ihr wollt es nicht hören, den Hausverstand, ihr Juristen, aber das ist halt in dem Fall völlig klar. Hier hat niemand Schaden erlitten und der Kameramann, der den Bundeskanzler gefilmt hat, wenn ich ihn persifliere, der hätte sonst auch keine Kohle mehr gemacht. Der hat sein Geld ja schon. Das Tolle ist, dass es in Wahrheit dann nur der Stundenplan vom Fallmann war, nicht mal ein Kunstwerk. Das Spannende ist, das, was du gerade skizzierst, ist bei dem Phänomen Harlem Shake am Ende so umgekippt, dass die nicht lizenzierte Nutzung dieses Songs, den jeder dann nachgezappelt hat, am Ende den Verdacht aufbrachte, die Plattenfirma habe das bewusst inszeniert. Also dass sozusagen das, was klassischerweise nach deutschem Hausverstand ablehnendem Juristentum verklagt, diese Menschen von Hertha BSC bis sonst wohin, die da alle mitgetanzt haben, drehte sich am Ende um und dann war die Argumentation, das hat ja die Plattenfirma inszeniert, dass dieser Song so oft verbreitet wurde auf YouTube, weil sie damit sozusagen die Verkäufe dieses Songs, der selber ein Remix und ein Sample ohne Ende ist, angeblich sozusagen angefeuert habe. Das war in den ersten Diskussionen ums Urheberrecht schon immer die grundsätzliche Frage, als es noch die Brenner-Studie rauf und runter zitiert wurde, ob die Nutzung eines Werkes einen Schaden nach sich zieht, weil sie einen Verkauf unterbindet. Das ist eine Frage, die dem ja sozusagen irgendwie zugrunde liegt. Und das finde ich das Spannende, dass ich das, ich diskutiere jetzt schon eine Weile über das Urheberrecht, irgendwie ist das jetzt wurscht heute. So in einer Welt von Spotify und Nutzung ist das so vorbeigegangen, aber wer am Ende überhaupt nicht davon profitiert, sind meiner Einschätzung nach die Künstler, sondern es gibt Unternehmen, die darauf jetzt ihre Geschäftsmodelle aufgebaut haben und die Politik ist, Bernd Neumann ist ja angesprochen worden gerade, hat auch das Gefühl, dass alles in Ordnung ist. Am Ende sind die Gelackmeierten die Nutzer und die Kreativen und das ist eine Situation, die mich persönlich extrem unzufrieden da lässt. Gib mal das Mikro genau an Herrn Kreuzer. Ja, dazu muss man ja noch sagen, es ist ja so, das ist eine Kuriosität im Urheberrecht. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das überhaupt rauszufinden. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob ein Schaden entsteht. Ja? Wird kopiert, ist gleich eine Verletzung. Ob das jemanden schadet oder jemanden nützt oder nicht, ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist beim Fair-Use-Prinzip zum Beispiel anders. Das wird damit reingerechnet sozusagen. Aber in Europa ist es so, jede Nutzungshandlung von einem signifikant großen Teil, was wie groß der auch immer ist, ja, muss eben lizenziert werden. Ob das einen Schaden hervorbringt oder nicht, ist völlig egal. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Beispiel gewählt habe mit Fairy und Associated Press. Weil das nämlich zeigt, wie es fast immer ist oder in sehr vielen Fällen ist,
dass der erste Urheber sozusagen oder der Inhaber der Rechte an dem verwendeten Werk fast immer eher davon profitiert, dass die anderen sein Werk aufgreifen und das wieder bekannt machen durch solche Loops und so weiter. Während diese Konstellation, dass jetzt, sagen wir mal, ich hätte jetzt hier so ein Kitchen-Video gezeigt, wo das total bei YouTube 10 Millionen Mal geklickt ist, wo im Hintergrund Madonna läuft und im Vordergrund kleine Kinder tanzen oder sowas, dass Madonna deshalb keine CDs mehr verkauft oder irgendjemand nicht zum Konzert geht, weil dieses Video bei YouTube ist, ist schon extrem unwahrscheinlich. Ja, also aus rein ökonomischer Sicht könnte man sagen, Recht auf Remix ist gleich besser für alle. Im Hintergrund flackert schon, wie gesagt, das Museum ist jetzt, geht jetzt online und Frau Regner wollte vielleicht noch mal zwei Sätze kurz dazu sagen, was uns denn dahinter erwartet, sozusagen als Schlusswort und Eingang in die Eröffnung des Museums. Ja, Museum, damit verbinden Sie wahrscheinlich wie so viele kalten Kaffee und irgendwie möglicherweise auch langweilig und was nicht immer. Und wir haben uns einfach diesen Museumsbegriff angeeignet, denn man muss sich vorstellen, also unter traditionellen kuratorischen Gesichtspunkten ist das natürlich völliger Quatsch, dass wir hier von Museum sprechen, denn wir haben kein Haus, wir haben keine Sammlung, wir haben keine Objekte sozusagen, vor die Sie treten können, sondern das findet hier im digitalen Bereich statt und wir haben uns das frech angeeignet, aber auch mit einer Idee, und zwar also einmal diese Überraschungsidee, dass Museum auch was Interessantes sein kann, eben im digitalen Bereich, aber auch mit der Idee, die eigentlich schon ganz alt ist und überhaupt für Museen gilt, nämlich hier eine Plattform zu bieten für Vermittlung, für Bildung und auch sowas wie, ja, wie eine interessante Geschichtserzählung, die wir hier darbieten wollen. Und diese Diskussion jetzt, die wir jetzt gehabt haben über das Urheberrecht, sind natürlich ganz wichtig und die schließen sich unmittelbar an dieses Museum an. Aber das, was wir hiermit auch zeigen wollen, ist tatsächlich die kulturelle Praxis für dieses Phänomen der kreativen Kopie. Und wir sind natürlich auch sehr gespannt auf Ihr Feedback und freuen uns, wenn Sie uns schreiben. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, die sind ja noch da und da können Sie auch gleich, wir müssen jetzt Schluss machen, aber können Sie ja auch einfach bei einem Wein, den es jetzt wohl endlich gibt, Ihre Fragen loswerden. Leonard möchte auch noch was sagen. Ja, bevor es den Wein gibt, möchte ich noch ganz kurz, ja, es wird grandioser Grüner Veltliner sein, nochmal danke ans Österreichische Kulturforum in Berlin für diese Spende nämlich, also da müssen wir sagen, da sind wir doppelt dankbar. Ich möchte jetzt, also man hat es ja jetzt schon oben gesehen, so in so einem Rapid Walkthrough, dieses Museum, aber ich möchte noch ganz kurz mich bedanken bei ein paar Leuten, weil dieses Museum haben wir jetzt irgendwie so ungefähr ein Jahr vorbereitet und viele Leute haben da ehrenamtlich dran mitgewirkt und ursprünglich war eigentlich geplant, dass es heute hier rechtzeitig zum Museum auch in gedruckter Fassung einen Sammelband gibt. Wir haben nämlich im letzten Jahr auch 40 Remixerinnen und Remixer aus unterschiedlichsten Bereichen interviewt und das erscheint jetzt als Buch und es ist auch heute erschienen. Man kann es quasi jetzt sofort auch als E-Book bereits herunterladen und lesen, aber als gedrucktes Buch haben wir es nicht ganz geschafft. Es gibt nur diese schönen gedruckten Kärtchen, aber sozusagen die 380 Seiten starke Totbaum-Variante, die ist noch nicht fertig produziert. Das wäre nämlich eigentlich das Dankeschön gewesen, was ich gerne an die Kuratorinnen und Kuratoren ausgegeben hätte. Jetzt mussten wir irgendwie schnell Ersatz finden. Und naja, als Österreicher, was lag näher? Wir haben quasi extra jetzt hierher für Schoko-Remix produziert. Ja? Also es ist wirklich, es steht auch drauf, Schoko-Remix, wo quasi wir helle und dunkle Schokolade, Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Kokos und Joghurt miteinander remixt haben. Und ich würde jetzt gern ganz kurz nochmal alle Kuratorinnen und Kuratoren des Museums der Reihe nach vorne oder einfach auch alle nach vorne bitten, gleich damit es schneller geht, aber ich möchte sie noch kurz namentlich nennen. Ein paar saßen ja schon hier, ja, also der Dirk van Gehlen für Memes, der Till Kreuzer für Recht und die Susanne Regener für visuelle Medienkultur. Wir hatten aber auch die Katharina Meyer, die den Bereich Crossover, ich finde gerade im Remix-Bereich muss man dann auch noch auf jeden Fall einen Bereich haben, der Bereiche remixt, wenn man so will. Ja. Ist sie noch da eigentlich, die Katharina? Ja, klar, also komm runter mal. Dann, also, als erstes bekommt der Dirk sie, weil der muss gleich zum Flughafen. Danke. So, genau.
Für die Katharina habe ich auch noch eine. Ich danke dir vielmals. Und dann haben wir noch einen Kurator für den Bereich, der eigentlich erstaunlicherweise bei diesem Thema heute überhaupt noch nicht wirklich angesprochen wurde, obwohl der eigentlich der namensgebende Bereich ist. Ja, auch im Remix-Museum gibt es einen Bereich zu Musik. Und das möchte ich doppelt betonen. Als erstens, weil der Georg Fischer, das quasi Musiker, Soziologe und Blogger, Jäger und Sampler heißt sein Blog, der diesen Bereich kuratiert hat. So, also das, ich danke auch noch für diesen Einsatz. So. Dann gibt es noch jetzt gleich was, und zwar parallel zum Wein dort draußen wird hier herinnen, weil auch das, finde ich, muss schon sein, wenn wir ein Remix-Museum eröffnen, gibt es natürlich Remix-Musik. Und zum Beispiel mit unterstützt bei diesen Interviews, die wir in diesem Buch auch veröffentlichen, hat die Barbara Halama, die Barb Nerdy. Und bevor sie jetzt gleich hier ihre quasi Remix-Musik als DJ auflegen wird, möchte ich auch ihr noch eine Remix-Schokolade mit auf den Weg geben. Danke. So. Und zwei Leute möchte ich jetzt noch ganz kurz erwähnen, dann seid ihr durch. Der erste, der, wo ich aber glaube, ich bin nicht sicher, ob er nicht da ist. Und zwar, es gab noch einen ganz, ganz Armen. Der Ärmste von allen ist immer der Praktikant. Und auch im Fall, in unserem Fall war das so, es gab nämlich, es ist ein Recht auf, es ist, die Kampagne heißt Recht auf Remix. Es ist ein Remix-Museum. Und wir hatten natürlich versucht, die ganzen Bilder, die in diesem Museum zu sehen waren, die Rechte zu klären. Das heißt, es gab einen, der durfte an ganz viele Leute Mails schreiben, ins Blaue hinein, ins Leere, immer quasi, sollte nicht verzweifeln, wenn nichts zurückkam, sollte nicht verzweifeln, wenn eine negative Antwort zurückkam und so weiter. Also der Patrick Richard hat das quasi gemacht und hat wirklich versucht, die ganzen Grafiken, die nicht ohnehin auf YouTube oder so gehostet waren, für uns zu klären. Aber ich glaube, der ist leider nicht da. Ist er da? Super! Yay! Danke, Patrick. Und so, und der allerletzte, und den hebe ich wirklich zum Schluss auf, weil alles, was hier so cool ausschaut, bei diesem tollen Remix-Museum, vom Buchcover, aber auch das, was ihr vorher gesehen habt, diesen Walkthrough, das ganze Artwork, also die ganze grafische Gestaltung und auch das Programmieren von dem ganzen Backend und dass das Ganze so flüssig läuft und so weiter, das alles hat der Moritz Jacobs in seiner, einerseits beginnend mal für seine Masterarbeit an seinem Studium in Augsburg gemacht und hat es jetzt hier nochmal quasi, obwohl er jetzt fertig ist und quasi fertiger Medienwirt oder so, hat er quasi trotzdem nicht sofort die Arbeit eingestellt, sondern noch quasi bis zur heutigen Launch das Ganze fertig gemacht. Und ja, er wird sich froh sein, wenn ich ihn jetzt nicht mehr ständig irgendwie mitten spät nachts mit irgendwelchen Bugs nerve. Und ich danke nochmal vielmals dir, Mo. Das ist der Einzige. Ja. Ich danke auch fürs Ausharren und für den Applaus, den sich die Leute wirklich verdient haben für ihre Arbeit, und ich würde jetzt wirklich euch nicht mehr länger auf die Folter spannen und lade ein, oder ich freue mich nochmal, dass wir jetzt vielleicht nochmal anstoßen und mit euren Fragen dann gleich direkt an die Gäste hier wendet. Dann bis gleich. Ciao.